Your seamster, Bok. He is always eager to see your return. Please, will you talk to him when you can? I'm sure he would be much contented. Shall I turn? Let my hand share them with me. Greetings. Do you need anything? Oh, what have very well, heresy, all thing. Oh, very well, heresy is not all thing. My faith does not waver. The miracle rooted in these grounds will once again mend the world. And this time, its bounty will not be squandered. If you would be Elden Lord, tarnished, I hope that you too will share my faith. In the end, Lady Renala was left alone. Cradling the amber egg, Lord Radagon bequeathed her. Now she devotes herself to it through forbidden rite. The grim art of reincarnation. You would do well to remember, severing a vow, strongest of bonds, has consequences ever more dire. To experience the mirror absolution. In this ash, it reminds me of my...
So, meine Hippies. Ich bin wieder da. Im Discord ist ein Bild vom Essen, weil ich habe gerade keine Kamera, um es so stylisch reinzuzeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der guten Fee. Gameplay von der guten Fee ist so der Hammer. Gute Fee, mach mal Piep. Ah, schön. So, dann willkommen zurück. Kishilein noch Hallöchen, wunderschön, wunderschön und vielen, vielen Dank. Ich habe nur die Hälfte mitgekriegt. Ich hatte zwar die Kopfhörer auf, aber war natürlich in der Küche gewesen. Ich komme gerade nicht an meine Maus ran, um das Kari kocht gerade wegzumachen. Hi Kari, du musst jetzt natürlich mit dabei sein. Das macht ja keinen Spaß. Willkommen zurück. Dankeschön. Wir haben jetzt gerade ein bisschen getauscht. Das heißt, die gute Fee ist jetzt erstmal ganz gut weg. Aber sie hat mir gesagt, ich soll mich hier an Lagerfeuer setzen und ganz viel mit der Person reden, die da mit dazu. Hier ist keine. Aber wir haben mit winziger Rani gesprochen. Wir haben eine Mini-Rani dabei. Okay. Wir haben eine coole Mini-Rani dabei. Und für diejenigen, die interessiert, was ich jetzt Geiles gekocht habe, bildet sich. Sag nichts. Zeig dich an. Rede mit mir, Rani. Ja, wie die gute Fee. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag, I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Dann keine Widerrede. Ist okay, Mädchen. Okay. Ja. Solange bis sie sich wiederholen. Eliminate the name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not. Okay, sehr schön. Wir sollen ein paar Typen für sie erledigen. Das machen wir doch gerne. Dafür sind wir hier. Und wir sollten noch einmal mit Bock reden. Bock war unser Schneider. In welcher Moment? Ich weiß natürlich genau, wo der ist. Weiß ich natürlich genau. So, wir haben jetzt quasi einmal getauscht. Ihr seht, die gute Fee ist jetzt aus dem Bild raus. Die gute Fee ist jetzt am Futtern, aber die guckt nebenbei noch zu. Ja, wir hatten zuletzt mit Bock darüber geredet, dass er am Überlegen ist, ob er sich bei Renala einmal wiedergeboren lassen. Wieder gebären lassen möchte, weil er sich selber so hässlich. Bock the Seamster, at your service, my lord. Ready to make adjustments to your garments. So. Was glaubt ihr? Nom, 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 schön. Machen wir. Lasst euch schmecken. Ja, versucht nebenbei, während die reden, ein bisschen zu essen und ansonsten esse ich einfach dann, wenn die gute Fee nachher wieder spielt. My lord. In all honesty, what do you think of me? Am I fit to serve a lord such as you in all my ugliness? Must I be reborn, no matter what ill fate awaits me? Oh, I'm such a fool. I don't even have answers to the simplest of questions. Absolut nicht. Du musst nicht wiedergeboren werden. Du bist super so wie du bist. Wir gehen wieder. Wir könnten ihm zwar so eine Larventräne überreichen, aber die gute Fee schüttelt die ganze Zeit schon den Kopf. Bloß nicht machen, bloß nicht machen. Ich vermute mal, das sind die Dinger. Ich glaube, das sind die Dinger, mit denen man sich dann wiederbeleben kann. Und dann wäre es quasi so ein. Also, ich will ja nicht, dass du dich wiederbelebst, aber hier hättest du das Item dazu. Und nein, Bock, du bist toll, so wie du bist. Das gilt übrigens auch für euch. Es ist völlig egal, wie ihr aussieht. Die inneren Werte zählen. So, jetzt wollen wir uns hier ein bisschen umgucken. Okay. Hallo. Ihr lügt mich von ganz. Aha. Klappe zu, Handy. Bin ich da. Entschuldigung.
Ich weiß auch noch. Ja. Hui! Ja, hi! Könntest du das nicht machen? Hallo. Nee, Kairi, jetzt gerade mit. Hui! Hä? Ich weiß nicht, ob ich... Oh, kann ich an ihm vorbei, wenn ich mich da links... Hi! Attacke! Ich will bestimmt nicht treffen, wenn ich glaube, ich bin. So. Wieder runter. So. Dann muss ich warten. Komm auch wieder hoch. Gar kein Problem. Ah, ja, guck, der war. Seht ihr, Leute, ich habe nämlich auch viel. Wow! Guck mal, für billige Plätze da hinten. Ich bin gestorben. Zum Glück ist die gute Fee gerade am Essen. Hey, Zari, frohe Ostern, alle Ferrari, hallo, der wunderschön, frohe Ostern. Ist das Ding jetzt wieder da? Muss ich das jetzt nochmal platt machen? Teddy ist wieder da. Immer ohne Teddy. Erstmal kurz zählen. Einmal ein Nöt, Nöt, bitte Ferrari. Wir müssen das heute die Spur leiser machen, weil das letzte Mal, als ich ein Nöt, Nöt gemacht habe, hat irgendwie die Geräuschunterdrückung gehalten. Ich bin ab sofort. Irgendwie castet hier keiner auf mich. Ich glaube, der bleibt. Dead. Gute Fee. Kann man dann essen, was ich gekocht habe? Freut mich. So, gucken wir uns hier mal um. Hier ist noch Blut. Man kann nie genug essen. Von allem. Danach gucken wir, was wir jetzt nicht da bekommen. Er hat eine Ziegenrolle gemacht. So. Blöd. Lob für die gute Fee. So. Liegt das an meinem Handy oder kommt dein Ton immer mal wieder laut und leise rüber? Das liegt daran, Ferrari, dass ich eigentlich sehr weit rechts auf dem Bildschirm gucken muss, um zu spielen. Und mein Mikrofon aber von links kommt und wenn ich mich dann zu weit drehe, dann drehe ich mich quasi vom Mikro weg und dann klinge ich super leise. Deswegen versuche ich jetzt quasi über den OBS-Bildschirm zu ziehen, weil der ist ein bisschen weiter links. Und ich habe gerade das Gefühl, dass ich übel Quietschen in der Stimme habe. Naja. So, hi du. Der hat mich schon gesehen und braucht man gar nicht mehr mit Anschleichen und Kram machen. Aua. Achso. Wie viele Stunden sind es denn noch geworden neulich, wo wir schon in der letzten Minute waren? Von der letzten Minute wurden es wieder anderthalb Stunden und als wir da auf 5 Minuten runter waren, wurde es nochmal eine halbe... Also sagen wir es so. Wir waren um 23 Uhr, waren wir fest davon überzeugt, dass wir gleich ausmachen. Um 1:30 Uhr früh haben wir gesagt, nee, wir hören jetzt auf, wir machen das am Sonntag. Okay. Sterbe ich, wenn ich da runterfalle?
Deswegen ist da nämlich der Blutfleck. Dann kann man nämlich im Zweifel den einmal anklicken, kann sich angucken, was die anderen gemacht haben. Wow. Großartiges Gameplay. Ich habe gedacht, der springt jetzt wenigstens hier runter und schlüpft daran. Okay, dann wollen wir hier nicht runter. Haben wir hier denn an Loot und so weiter alles geholt? Oder habe ich noch was übersehen? Gut. Da sind noch Blümchen. Dann können wir hier eigentlich wieder gehen. Wollen wir hier wegporten oder wollen wir hier weggehen? Da wollen wir noch Lilien mitnehmen. Und da ist noch ein Item. Ein Schmiedesteinchen. Und jetzt soll ich in die Richtung. Gute Fee gibt Handzeichen und das ist wieder. Da ist noch Blut. Und zwar Menschenknochensplitter. Ja, die habe ich unbedingt gebraucht. Hier lang? Oh. Ja, ich trinke gleich was. Ist gut. Ich komme gerade aus einer halbstündigen Pause. So, hier noch Blümlis mit. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Kraut mit. Da kastet eine Blume auf. Wie habe ich die denn übersehen? Das war ohne Spaß. Wie blind bin ich eigentlich? Auch mit drin. Aua. Auei. Ui. Bin ich da auch noch reingerollt. Lass du mich doch mal in Ruhe die Blume da pieken. Geh weg. Du bist im Weg. So. Und Blümchen. Und da sind noch mehr Typen. Wie ihr seht, ich komme gerade nicht ganz zum Trinken. Ich habe es aber nicht vergessen. Ein silbernes Glühchen. Au! Oh, das hat Boom gemacht. Das sind ja nette Blümchen. Die habe ich ja jetzt schon lieb. Haben wir noch ein Steinschwertschlüssel? Warte, warum müssen die denn jetzt auch noch explodieren können? Ich will immer nur einmal zuhauen und dann wegrollen, aber es funktioniert nicht. Entschuldigung, ich bin die Steuerung von Elden Ring nicht gewöhnt. Wenn ich bei denen zweimal auf dieselbe Taste haue, dann ist es für ihn, du hast das jetzt zweimal eingegeben. Und wenn ich mich dann umentscheide, während der Animation des ersten Angriffs und sage, ich möchte stattdessen lieber rollen, dann sagt er, ist mir egal, du hast zweimal Angriff gedrückt, also machen wir zweimal Angriff. Und das ist das große Ding, woran ich mich in Elden Ring nie gewöhnen werde, dass ich mich nicht umentscheiden darf, wenn ich der Meinung bin, dass ich lieber was anderes tun möchte. So, das nochmal Geistertal-Lilie. Die möchten wir haben. So. Ich hole mir eben was Neues zu trinken. Da kann ich nämlich auch wieder was. Hit and Run machen. Ja, schlagen und weg. Aufgegessen. Boah, das ging ja schnell. Alter. Gute Fee rasiert einfach das Essen weg. So, dann spielt jetzt wieder die gute Fee. Kann ich halt.
Hey, nicht klopfen, Quantas. Der war gefühlt ein bisschen sehr leise. Den muss ich irgendwann mal wieder hochgehen. Erinnert mich dran. So. Dann gönnen wir uns jetzt. Mit dir, mein Kind. Und mit Bratkartoffeln bzw. Backkartoffeln und angebratenen Brot. Alter, ist der viel schön. Dankeschön, dass du auch nochmal den Stream verlängert hast, Moment. Ich hab hier Dose runtergefallen, Dose. Weil die Sound-Alerts nicht komplett funktionieren. So. Machen wir die Sound-Alerts, wenn nicht perfekt schmeckt. Deswegen machen wir alle paar Sound-Alerts. Den Timer ein bisschen hoch. Damit die Mods und ich uns da nicht gegenseitig in die Quere kommen, ich mache das. Also, Zitronenhähnchen, lecker, ist halt einmal scharf angebraten und dann offen gemacht, für etwas weniger Fett, eine Winge von Achtel, ach, das ist auch noch eine Waffel, na, eine Schwinge als Waffel. Winge von Affen, den krummen Schwer, benötigt allerdings 20 Weißen. Deswegen können wir das nicht machen. Einzigartiges Talent lernen, das ist super. Gute Idee. Vier Daumen hoch. Möchten wir das haben? Arbeiten wir darauf hin? Oder ist das einfach nur so zum Erwähnen, dass es nicht ist? Einfach nur zum Erwähnen, damit ihr Bescheid wisst, dass es gut wäre. So, für den Fall. Ich bin in Final Fantasy 14 endlich mal auf der Ebene angekommen, dass ich sagen kann, ich habe 2 auf Level 20. Ich habe auf Final Fantasy 14 einen einzigen Charakter auf, glaube ich, Level 5 gebracht. Und dann habe ich ein bisschen das Interesse am Spiel verloren. Am Winzi-Speis mal. So, ich versuche übrigens mich immer wieder zu muten, weil ich will euch hier keinen vorkauen. Ich mag das selber überhaupt nicht. Willkommen wieder in noch schneller. Das ist die Stadt, wo wir gestern den Hirsch erlebt haben. Und wo diese schön singenden Geister Minotauren. So. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing.
The two fingers and I have been cursing each other ever since. And the baleful shadows are their assassins.